Ab dem Jahr 2017 funken die Feuerwehren nur mehr digital. Als erstes erhalten alle burgenländischen Feuerwehren ein Hand- und ein Mobilfunkgerät als Basisausstattung. Gesamt sollen im Burgenland 1900 Stück dieser Digitalfunkgeräte angeschafft werden. Genaueres erklärten Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz und Landesfeuerwehrkommandant Ingenieur Alois Kögel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Gut, ich möchte Sie recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz begrüßen. Es freut mich, dass der Landesfeuerwehrkommandant sich so rasch Zeit genommen hat, nachdem wir erst gestern einen Regierungsbeschluss gefasst haben. Ich möchte aber trotzdem zur Feuerwehr ganz kurz noch anführen, wo mir sehr wichtig ist, das auch zu betonen. Der Landesfeuerwehrkommandant sagt das immer bei allen Ansprachen und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, das zu erwähnen. Es gibt ja im Bereich der Feuerwehren 15 Einsätze pro Tag, alle 90 Minuten sozusagen ein Einsatz, das muss man sich wirklich einmal vorstellen und das natürlich im Zuge der Freiwilligkeit. Es gibt dann die 17.000 Feuerwehrmitglieder und davon bereits 1.300 weibliche, also das sind 8%, also das ist ja wirklich eine sehr stolze Summe. Es gibt 1.700 Feuerwehrjugendmitglieder, also das ist auch sehr, sehr viel und was mich besonders imponiert hat, war im Jahr 2015 wurden 174 Lehrgänge abgehalten mit 4.900 Teilnehmern, das waren glaube ich um 500 Teilnehmer mehr als ein Jahr zuvor. Also das heißt, im Vergleich 2015 zu 2014 gab es in jedem Bereich eine Steigerung. Deshalb wurde natürlich auch das Feuerwehrbudget erhöht um knapp 10%. Und ich glaube, das meine ich wirklich so, wie ich es sage, der Landesfeuerwehrkommandant ist sehr bemüht, diesen Standard jährlich zu halten und sogar auszubauen und zu erhöhen. Und das kann man auch erkennen, die Zahlen sprechen für sich und deshalb ist es wichtig, auch das anzuführen. Ja, gestern, wie gesagt, haben wir in der Regierungssitzung eine Basisausstattung für alle Feuerwehren im Zuge der Digitalisierung des Funknetzes beschlossen. Und diese Basisausstattung schaut folgendermaßen aus. Es bekommt jede Feuerwehr ein Handfunkgerät und jede Feuerwehr bekommt ein Mobilfunkgerät. Und mit dieser Aktion unterstützen wir nicht nur die gesamte Feuerwehr, sondern vor allem auch die Kleinstfeuerwehren und die Kleinfeuerwehren. Denn dort ist ja natürlich jeder Euro wichtig und jeder Euro zu gebrauchen. Und erfreulich ist, dass die Umstellung von analog zum Digitalfunk nun abgeschlossen werden kann. Also das wird sich heuer noch ausgehen. Und die genannten Funkgeräte werden dann nach erfolgter Programmierung in das Digitalfunknetz BOS Austria, also nachdem es dann programmiert wurde, werden die dann vom Landesfeuerwehrkommando und dem Landesfeuerwehrkommandanten an die Feuerwehren übergeben. Die Handfunkgeräte sehen wir hier, nicht, dass ich es gleich umwirf, dass es gleich kaputt ist dann. Auf jeden Fall kann man wirklich erkennen, dass in der Feuerwehr, dass die Feuerwehr aus meiner Sicht mit dem gesamten Führungsstab sehr gut unterwegs ist. Ich war das Wochenende in Deutschkreuz und da hat es die erste gemeinsame Feuerwehr sozusagen Deutschkreuz und Kirm. Also ein unglaubliches Vorzeigeprojekt. Man sieht, die Feuerwehr ist sehr innovativ, man ist nach vorne ausgerichtet und man versucht in jeder Art und Weise und jeder Handlungsweise immer wieder sozusagen den Standard zu erhöhen, innovativ zu sein, lösungsorientiert zu sein und das imponiert mir sehr, das muss ich heute auch wirklich so sagen. Und daher freut es mich natürlich jetzt ganz besonders, dass ich heute verkünden kann, dass wir bei der gestrigen Regierungssitzung beschlossen haben, dass jede Feuerwehr ein Handfunkgerät und ein Mobilfunkgerät zur Verfügung bekommt. Und der gesamte Ausbau der Funkgeräte, ich hoffe, liegt jetzt richtig, kostet glaube ich bei 300.000 Euro. Das ist aber schon der Gesamtausbau. Das heißt, es werden ja einige Feuerwehren mehr brauchen. Und ja, möchte jetzt auch den Landesfeuerwehrkommandanten das Wort übergeben. Dankeschön, Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, zunächst einmal für die Einladung zur heutigen Pressekonferenz, auch für das angesprochene Erhöhen unseres Feuerwehrbudgets. Das war sehr notwendig und wir konnten infrastrukturelle Reparaturen in unserem Gebäude abdecken und Voraussetzungen schaffen,
dass wir auch in Zukunft getrost aus Sicht der Feuerwehrschule und so weiter den Schulbetrieb weiterführen können. Ja, beim Funk sind wir so weit, dass diese Bestellung ganz wichtig war. Es ist ein Zeitfaktor. Wir wollen im dritten Quartal des heurigen Jahres mit der Auslieferung der Funkgeräte beginnen. Insgesamt haben wir bis 30. April über das Internet, über einen webfähigen Shop, alle 100% Feuerwehren im Burgenland erreicht. Sie haben Funkgeräte bestellt, nämlich 1900 Mobil- und Handfunkgeräte. Die werden jetzt direkt über die Bundesbeschaffungsstelle bestellt werden, gehen dann zum Bundesministerium für Inneres, werden dort verschlüsselt, aufbereitet, kommen dann zu uns ins Landesfeuerwehrkommando. Auch hier haben wir infrastrukturelle Umbauarbeiten getätigt, um die Räumlichkeiten zu schaffen, dass die Funkgeräte dann aufbereitet sind. Jedes Funkgerät im digitalen Bereich hat ja nun eine Identität. Das heißt, das ist ein zugeordnetes Funkgerät für Fahrzeug. Das wissen wir heute schon, welches in ein Tanklöschfahrzeug kommt, welches als Handfunkgerät, als Kommandantengerät und so weiter fungieren wird. Daher ist da hohe Logistik Voraussetzung. Wir werden auch kurzfristig, das haben wir schon gemanagt, Personalstruktur aufstocken. Das machen wir dank des Budgets, wird uns das möglich sein, um ganz einfach diese Auslieferung der Funkgeräte mit einer Schulung entsprechend umsetzen zu können. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit Jahresende 2017 komplett fertig sind. Es kann auch früher sein, aber das Ziel, das erklärte Ziel ist, Ende 2017 wollen wir den Analogfunk wirklich verlassen. Damit helfen wir auch dem Land Burgenland. Als größter Betreiber von Funkgeräten und größte Organisation helfen wir auch sparen, weil die Infrastrukturen des bisherigen Analogfunks und so weiter natürlich auch wieder abgebaut werden könnten und Parallelkosten dadurch entfallen würden. Ich darf mich natürlich für diesen innovativen und ich würde schon fast meinen historisch bedeutsamen Beschluss des Land Burgenland aufrichtig im Namen aller 325 burgenländischen Feuerwehren recht herzlich bedanken. Wir verlassen de facto die Analogschiene und bestreiten einen neuen Weg. Wir können österreichweit funken im Katastrophenfall. Wir können einsatzorganisationsübergreifend funken, was natürlich die Arbeit im Einzelnen natürlich sehr erleichtern wird. Gut, danke schön. Das darf man so, oder? Bitte. Ja, danke Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, Herr Landeskommandant. Ich glaube, die wichtigsten Dinge sind gesagt. Als Verantwortlicher fürs Nachrichten- und Alarmwesen im Landesfeuerwehrkommando darf ich auch recht herzlich Danke sagen, dass dieser Meilenstein heute stattfindet. Wie der Herr Landeskommandant richtig gesagt hat, es steht jede Menge Logistik dahinter. Wir haben mittlerweile über 800 Feuerwehrmitglieder auf die neuen Geräte schon geschult, nach dem Train-the-Trainer-Prinzip. Das heißt, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir die komplette Basis, also alle 17.000 Feuerwehrmitglieder mit dieser neuen Technologie versorgen und auch erreichen. Und da sind wir auf einem ganz, ganz guten Weg. Und dieser Entschluss, der gestern gefasst wurde, hilft uns hier ganz stark. Vielen herzlichen Dank dafür. Gut.